Licht und Schatten sind seine Leidenschaft. Dedo Weigert. Seit über 50 Jahren ist der leidenschaftliche Filmemacher ein fester Teil der Branche. Seine innovativen Leuchten wurden nicht nur in Hollywood-Blockbustern wie Harry Potter oder American Beauty verwendet, sie wurden auch mehrfach prämiert, unter anderem mit dem Emmy und zwei technischen Oscars. Bereits zu Beginn unseres Gesprächs, am Rand eines Ausleuchtungsworkshops an der Hochschule Mittweida, räumt Dedo Weigert mit dem ersten Lichtmythos auf. In den Lehrbüchern, auch bei euch auf der Schule, wird man beibringen Three-Point-Lighting. Ja? So wie wir das jetzt haben. Also ein Keylight, ein Fill-Light, ein Backlight. Three. Halte ich nichts von. Ja? Weil das bezieht sich immer auf die eine Person. Was auffällt und besonders ist, bei seinen Workshops animiert er seine Gäste zum selbstbewussten Umgang mit dem Licht. Beim Licht, Regel Nummer eins, es gibt keine Regel. Man kann da vorgehen wie der Jäger, der Hunter, der Stalker. Das ist der Approach des Dokumentaristen, der sucht das Licht. Oder ich kann ganz schnell das verfügbare Licht ein ganz klein bisschen nachbessern und nur vielleicht schauen, dass die Person ein klein bisschen Leben ins Auge bekommt, damit das Kommunikation darstellt, aber ohne den eigentlichen Charakter des Lichtes in irgendeiner Weise zu stören. Der ganz andere Ansatz ist der Kreative, der in ein tolles Studio geht und sagt, ich baue mir das Licht. Folgt man seinen Erklärungen, wird schnell klar, für Weigert, der früher Maler werden wollte, ist das Finden des richtigen Lichts ein kreativer Prozess. Wir sind Magier. Wir sind Illusionisten, die den Eindruck erwecken wollen, als hätte das Bild drei Dimensionen, als hätte es eine gewisse Tiefe. Die Person in einem Raum platzieren, aber so, dass wir die Aufmerksamkeit des Zuschauers lenken und sagen, da schau her. Nicht nur die Menschen, sondern auch die Art des Lichtsetzens transportiert Emotionen. Und dann gibt es den großen Bruder des Lichts, den Schatten. Und Schatten haben die Fähigkeit, Emotionen unter Umständen noch viel deutlicher zu transportieren als das Licht. Er selbst sagt von sich, er sei ein Dinosaurier der Filmbranche. Als solcher hat natürlich auch einen fundamentalen Tipp für alle aufstrebenden Filmemacher. Üben, 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 machen. Selber machen. Ja, du kannst Regeln lernen, die helfen dir nicht viel weiter. Wenn du es selber machst und versuchst, das Wenige, was du gelernt hast, anzuwenden, und das ist die Zeit für den Studenten, zu probieren. Gewöhnliche Sachen, Standardsachen, ungewöhnliche Sachen. Und das ist ein unwahrscheinliches Geschenk. Und das darf man nicht achtlos irgendwo unter dem Baum liegen lassen und nicht auspacken.